Differentialgleichen und insbesondere das Lösen von Differentialgleichungen ist eine sehr, sehr wichtige Anwendung der Differentialrechnung, insbesondere in Anwendungen. Und auch wenn wir Differentialgleichungen einer Variablen erst in Analysis 2 systematisch behandeln werden, finde ich, dass die so wichtig sind, dass wir hier ein paar wichtige spezielle Beispiele sehen wollen. Und mindestens einmal trat eine Differentialgleichung bei uns schon auf, als wir uns das Fadenpendel angeguckt haben und dort die Auslenkung des Pendels als Funktion der Zeit beschreiben wollten. Also Phi von t. Und da haben wir gesehen, dass jedenfalls für kleine Auslenkungen man das beschreiben kann als Phi 2' von t plus Erdbeschleunigung durch Länge des Fadenpendels Phi von t gleich 0. Und wenn man so eine Gleichung hat, dann muss man natürlich noch Lösungen finden. Das haben wir in der Übungsaufgabe gemacht. Und das ist eine sogenannte Schwingungsgleichung, das ist ein Beispiel einer gewöhnlichen Differentialgleichung. Das gewöhnlich steht dabei dafür, dass es eigentlich nur eine Variable gibt, hier die Zeit, bezüglich welcher abgeleitet wird. Ansonsten ist eine Differentialgleichung allgemein eine Gleichung in einer Funktion und deren Ableitung. Und die höchste vorkommende Ableitung nennt man Ordnung der Differentialgleichung. Also bei unserer Schwingungsgleichung hier vorne ist die zweite Ableitung die höchste vorkommende Ableitung, also hat das die Ordnung 2. Also die einfachsten gewöhnlichen Differentialgleichungen, die es so gibt, sind sogenannte lineare, homogene Differentialgleichungen. Und das bedeutet, dass in jedem Punkt x diese Differentialgleichung die Form hat, dass sie in einer Linearkombination aus f an der Stelle x und verschiedenen Ableitungen an der Stelle x ist. Und wenn ich jetzt den Punkt x ändere, dann dürfen die Koeffizienten aber von x abhängen. Das heißt, ich habe im Allgemeinen Funktionen i von x stehen. Und hier in meinem Beispiel ist die höchste vorkommende Ableitung die n-te Ableitung. Das heißt, eine gewöhnliche Differentialgleichung n-ter Ordnung. Das Homogen im Namen bezieht sich darauf, dass hier der rechten Seite 0 steht und nicht eine gegebene Funktion von x. Was ist das Besondere an linearen, homogenen Differentialgleichungen? Das Besondere ist, dass wenn man sich die Lösungsmenge anguckt, also die Menge aller Funktionen f, die diese Gleichung erfüllen, die bilden einen Vektorraum. Also wenn ich zwei Lösungen habe, f1 und f2 dieser Gleichung, dann ist auch die Summe davon wieder eine Lösung. Da muss man einfach mal einsetzen, sieht man sofort. Oder genauso auch, wenn ich eine Lösung habe, dann ist auch ein skalares Vielfaches davon wieder eine Lösung. Lineare homogene Differentialgleichung kann man sehr gut im Allgemeinen studieren. Ne, machen wir aber nicht, haben wir schon öfter gesagt, machen wir systematisch in Analysis 2. Das heißt, uns geht es jetzt erstmal allgemein um wichtige Beispiele. Und als erstes gucken wir uns da an exponentielle Prozesse. Also hat man eine zeitabhängige Größe u von t, deren Änderungsrate, was ja einfach die Ableitung ist, immer proportional der momentanen Größe
Also U von T ist. Und nehmen wir mal an, dass der Proportionalitätsfaktor auch zeitunabhängig ist. Und den nennen wir mal Alpha. Dann gibt mir das direkt eine Differentialgleichung, um diese Größe zu beschreiben, nämlich U' von t. Die Änderungsrate ist der Proportionalitätsfaktor Alpha mal U von t. Und das ist was, das tritt zum Beispiel auf bei Zerfallsprozessen, radioaktiver Zerfall, bei Abkühlungsprozessen, bei verschiedenen Wachstumsprozessen. Aber auch wenn ich hier jetzt t mal nicht als Zeit interpretiere, sondern als Weglänge, dann kann man so auch die Absorption von Energie in homogenen Medien beschreiben und dann wäre die Variable die Weglänge, die man schon im Medium zurückgelegt hat. So, wenn man jetzt so eine Differentialgleichung hat, ne, ist erste Ordnung, höchste vorkommende Ableitung ist die erste Ordnung, ist sogar eine lineare homogene Differentialgleichung, kann man ja mal Lösungen raten. Und was man zum Beispiel sieht, eine Lösung wäre U von t ist e hoch Alpha t. Was man aber auch als Lösung hat, ist U von t gleich 2 mal e hoch Alpha t. Ist auch eine Lösung. Das heißt, man sieht hier schon, Lösung nicht eindeutig. Man kann es aber eindeutig machen. Um Eindeutigkeit zu erreichen, legt man einen sogenannten Anfangswert fest. Der mir am Ende sagt, also U zu einer bestimmten Zeit T0 soll eine gegebene Größe U0 sein. Also was ist nötig, weil die Differentialgleichung sagt mir ja nur, wenn ich schon irgendwo bin, was ist die nächste Änderungsrate, aber es sagt mir nicht, wo ich anfange. Und das macht dieser Anfangswert. Und wenn ich jetzt die Differentialgleichung U' gleich Alpha U zusammen mit dem Anfangswert angucke, dann gibt es eine eindeutige Lösung. Also die Aussage ist, U' gleich Alpha U und U von T0 gleich U0. Das hat eine eindeutige Lösung. Und zwar, ich schreibe die schon mal hin, die wäre U0 mal E hoch Alpha T minus T0. Also was klar ist, dass das eine Lösung ist. Die ist so gebaut, dass wenn ich hier T gleich T0 einsetze, kommt U0 raus. Und dann kann man überprüfen, dass wirklich die Differentialgleichung erfüllt. Was irgendwie nicht so ganz klar ist, warum ist die eindeutig? Was kann man sich da überlegen? Seien U1 und U2 Lösungen von U' gleich Alpha U mit dem richtigen Anfangswert, nämlich U von T0 gleich U0, dann ist V von t, was ich definiere als die Differenz U1 von t minus U2 von t, eine Lösung der Differentialgleichung. Das ist ja eine lineare homogene Differentialgleichung. Da hat die Menge der Lösung eine Vektorraumstruktur. Aber es ist jetzt eine Lösung zu einem anderen Anfangswert, und zwar zu dem Anfangswert V von T0 ist U1 von T0, das U0, und U2 von T0 ist auch U0, das heißt, da kommt eine Differenz 0 raus. Das heißt, wenn ich zwei Lösungen habe, dann kriege ich eine Lösung von meiner Differentialgleichung mit dem Anfangswert 0. Und dann haben wir in der Übungsaufgabe uns überlegt, dass dann V aber schon konstant 0 sein muss. Also folgt dann hier in unserem Fall, dass U1 schon U2 ist.
Im Spezialfall, wenn wir uns die Differentialgleichung angucken, f' gleich f mit dem Anfangswert f von 0 gleich 1, ne, ist jetzt die eindeutige Lösung, die wir uns eben überlegt haben, jetzt, dass f die Exponentialfunktion ist. Wir haben die Exponentialfunktion über die Potenzreihe definiert. Man kann das nutzen, das ist eine Möglichkeit, um die Exponentialfunktion als die eindeutige Lösung von diesem Anfangswertproblem zu definieren. So dass, wenn es eine Lösung gibt, dass die eindeutig ist, das haben wir uns eben überlegt. Wofür, wenn man so die Exponentialfunktion definieren möchte, sich extra Mühe geben müsste, ist, dass es überhaupt eine Lösung gibt. Das ist hier gar nicht so schwer. Also zu überlegen, gibt es eine Lösung. Also wenn man jetzt noch nicht weiß, dass es die Exponentialfunktion gibt, die das dann halt erfüllt. Und das Erste, was man sich überlegen kann, ist, f ist unendlich oft differenzierbar. Dann nimmt man sich einfach diese Differentialgleichung und leitet die mehrfach ab und sieht so, dass alle höheren Ableitungen existieren. Und wenn man das hat, dann kann man sich mal fragen, was muss das Taylor-Polynom zu einer Ordnung k von meiner Lösung denn erfüllen? Und dann nimmt man als Entwicklungspunkt da, wo man den Anfangswert gebildet hat. Also bei uns wäre das 0. Wir werden gleich sehen, warum. Nun, dann der Annahme, dass es eine Lösung gibt, hat die auch einen Taylor-Polynom. Das heißt, wir machen den Ansatz, f von x ist a0 plus a1x plus a2x², ne, Entwicklungspunkt war ja 0, bis plus anx hoch n plus o von x hoch n. Und jetzt hilft uns, dass wir mit der O-Notation rechnen können. Das heißt, wir können dieses f einfach mal in die Differentialgleichung hier oben einsetzen. Also in f' gleich f. Dann haben wir auf der linken Seite da stehen, was wir angesetzt haben. Das war jetzt die rechte Seite. Und auf der linken Seite können wir das jetzt ableiten und kriegen, das ist a1 plus 2a2x plus und so weiter bis n anxn minus 1 plus o von xn minus 1. Wenn wir das jetzt alles auf eine Seite bringen, sehen wir, 0 ist gleich a0 minus a1 plus a1 minus 2a2x plus und so weiter bis plus an minus 1 minus n an xn minus 1. Und dann bleibt noch dieses x hoch n übrig, dieses o von x hoch n minus 1 und dieses o von x. Und die tun wir alle in o von x hoch n minus 1. Und jetzt wissen wir, ich habe hier eine Funktion, die konstante Nullfunktion, geschrieben als ein Polynom n minus ersten Grades plus o von x n minus 1. Das heißt, dass hier vorne muss das n minus erste Taylor-Polynom von der konstanten Funktion 0 sein. Das heißt, wir kriegen a0 gleich a1, a1 gleich 2a2 und so weiter bis an minus 1 gleich n an. Das können wir jetzt für alle n machen und würden dann hier immer mehr Gleichungen noch dazu kriegen. Jetzt natürlich die Frage, kann ich so die AIs bestimmen? Und da hilft mir jetzt, dass ich einen Anfangswert habe. Der Anfangswert f von 0 gleich 0 ist ja, und jetzt kommt mir zugute, dass mein Taylor-Polynom auch um die Entwicklungsstelle 0 ist, muss ja dann an 0 sein. Das heißt, ich habe hier schon an 0 raus, damit kriege ich a1 raus als 1, damit kriege ich a2 raus als 1,5 und so kann ich mir rekursiv die ganzen AI besorgen. Die müsste ich jetzt alle extra ausrechnen.
wir haben hier Glück und es lässt sich direkt leicht eine explizite Formel für die AI hinschreiben. Ne? Und wenn ich das ausrechne, sehe ich, dass AI ist 1 durch I Fakultät. Das heißt, wenn es eine Lösung gibt, dann kennen wir die Taylor-Reihe von dieser Funktion um den Entwicklungspunkt 0. Und das ist die Summe von k gleich 0 bis unendlich, x hoch k durch k Fakultät. Überrascht uns jetzt nicht, weil so haben wir schließlich die Exponentialfunktion eingeführt. Aber hätten wir das nicht gemacht, dann hätten wir bis jetzt noch nie über die Exponentialfunktion geredet. Wüssten wir jetzt hier also, dass wenn es zu dieser Differentialgleichung eine Lösung gibt, dann hat diese Lösung als Taylor-Reihe diese Potenzreihe. Und wir sind jetzt in der glücklichen Lage, wo man jetzt zeigen kann, dass diese Taylor-Reihe wirklich konvergiert. Das heißt, dass sie uns wirklich in allen x eine Funktion definiert. Und Potenzreihen können wir ja dort, wo sie absolut konvergieren, also hier überall, ja ableiten. Und dann wissen wir, dass die Ableitung ist einfach die formale Ableitung, die wir hier bei jedem Summanden erhalten. Das heißt, wir wissen, dass diese Funktion, die wir jetzt so definiert haben, dass die erfüllt g' von x gleich g von x. Und natürlich, so wie wir sie gebaut haben, g von 0 gleich 1. Das heißt, dieses g ist eine Lösung und damit die eindeutige Lösung unserer Differentialgleichung. Das heißt, so hätten wir auch die Exponentialfunktion einführen können. Das sehen wir aber, in Wirklichkeit hätten wir da auch, wären wir da auch über die Potenzreihe gegangen, um zu zeigen, dass die Lösung existiert. Wir werden dann in Analysis 2 noch einen recht allgemeineren Existenz- und Eindeutigkeitssatz lernen. Aber diese Technik, die wir jetzt hier angewendet haben, nämlich dass wir versuchen, von der Differentialgleichung, von einer Lösung einer Differentialgleichung erstmal die Taylor-Reihe zu bestimmen, indem wir diesen Ansatz machen, oder meistens macht man direkt den Ansatz für n unendlich, also den Ansatz für die Taylor-Reihe. Das nennt man Potenzreihenansatz. Das ist ein sehr verbreiteter Ansatz, um Lösungen von Differentialgleichungen zu untersuchen. Man entwickelt immer um den Punkt, wo man den Anfangswert gegeben hat und kriegt dann, wie wir das hier auch gekriegt haben, wenn rekursiv alle Koeffizienten der Taylor-Reihe raus. Kann natürlich sein, dass man Pech hat und das keine Systematik hat und deswegen man unendlich lange rechnen müsste. Ja, aber prinzipiell geht das. Weil im Allgemeinen natürlich überhaupt nicht klar ist, ob das konvergiert oder nicht. Aber wenn man eine lineare homogene Differentialgleichung hat, wo zum Beispiel diese ganzen Koeffizientenfunktionen in Wirklichkeit Konstanten sind, da wird das konvergieren. Das zur Differentialgleichung der Exponentialfunktion. Sehr, sehr wichtige Differentialgleichung. Machen wir noch kleine Abänderungen dieser Differentialgleichung und gucken uns mal als zweites Beispiel an exponentielle Prozesse mit konstanter Zufuhr von außen oder halt konstantem Abfluss nach außen. Das heißt, man hat wieder eine Größe, wo die zeitabhängige Änderung erstmal proportional zur momentan vorhandenen Größe ist und dann kommt aber von außen konstant was rein, also Alpha, Beta, reelle Zahlen. Und wenn Beta größer 0 ist, hat man eine konstante Zufuhr, wenn Beta kleiner 0 hat man einen konstanten Abfluss. Das ist eine Differentialgleichung, die tritt auch auf, zum Beispiel, wenn man den Abbau von Glucose berechnen will, während der Patient noch Lösung über einen Tropf erhält, oder Abbau von Alkohol bei konstantem Nachschub.
Und eine Lösung wäre hier U1 von t ist minus Beta durch Alpha. Aber es ist auch wieder nur eine Lösung, ist auch wieder nicht eindeutig. Und man kann sich jetzt mal überlegen, was passiert jetzt hier, wenn man noch eine zweite Lösung hat. Das ist jetzt eine Differentialgleichung auch, erster Ordnung. Die nennt man zwar noch linear, aber nicht mehr linear homogen, weil man hat hier hinten noch diesen konstanten Term. Sowas würde man linear inhomogen nennen. Hier wird die Menge der Lösung keinen Vektor rumbilden. Das sieht man, wenn man jetzt auch wieder den gleichen Ansatz macht wie eben und sagt, ich nehme w von t ist u1 von t minus u2 von t, also die Differenz zweier Lösungen. Und jetzt guckt, was erfüllt w jetzt als Differentialgleichung, also w' von t, und das ist u1' von t minus u2' von t. Und wenn ich das jetzt einsetze, kriege ich Alpha u1 von t plus Beta minus Alpha u2 von t plus Beta, also Alpha von U1 von t minus U2 von t, also Alpha W von t, und das Beta fliegt weg. Das heißt, wenn ich zwei Lösungen zu dieser Differentialgleichung habe, dann ist die Differenz davon eine Lösung der zugehörigen linearen homogenen Differentialgleichung, also da, wo Beta gleich 0 ist. Ja, und dafür kennen wir aber schon alle Lösungen. Das ist ja das, was wir eben betrachtet haben. Wir wissen, eine allgemeine Lösung hiervon sieht irgendwie aus. Eine Konstante mal e hoch Alpha t. C in R. Und auch hier kann man das C wieder eindeutig durch einen Anfangswert bestimmen. Wenn man einen Anfangswert hat, u von t0 gleich u0, dann kann man ausrechnen, dass das C die Form hat U0 plus Beta durch Alpha E hoch minus Alpha T0. Rechne ich jetzt nicht vor. Ja, bei diesem Beispiel sieht man schon, dass wenn man fast eine lineare homogene Differentialgleichung hat, nur dass das homogen nicht stimmt, deswegen nennt man es inhomogen, dann lohnt es sich trotzdem, Differenzen von zwei verschiedenen Lösungen zu betrachten. Denn dann kriege ich als Lösung meiner Differentialgleichung, wenn ich schon eine Lösung kenne, das nennt man dann spezielle Lösung, durch Addition der Lösung der zugehörigen homogenen Differentialgleichung, also hier w von t, eine allgemeine Lösung von der Gleichung, die mich eigentlich interessiert. Machen wir als letztes Beispiel für erste Ordnung nochmal was, wo U nicht nur linear vorkommt, und zwar gucken wir uns an als Beispiel autokatalytische Prozesse. Ja, also autokatalytische Reaktion in der Chemie, was passiert da? Man hat irgendwie eine Mischung von Substanzen und die eine Substanz, die wird irgendwie während der Reaktion umgewandelt. Und zwar sei das irgendwie katalytisch. Das bedeutet, dass der Teil der Substanz, der schon umgewandelt wurde, der beschleunigt den Reaktionsverlauf. Also wenn U von T der Prozentsatz, also die Konzentration der umzuwandelnden Substanz an der Gesamtmischung ist, dann ändert sich diese Konzentration, ist jetzt proportional zur Menge, die ich überhaupt zur Verfügung habe, die noch umgewandelt werden muss, also U von T.
Und dann aber natürlich proportional zu der Menge, die ich schon umgewandelt habe. Weil es ja ein katalytischer Prozess ist. Nur eine, vielleicht eine Anfangskonzentration, und dann ist es Anfangskonzentration des umzuwandelnden Stoffes minus dem, was noch umzuwandeln ist, ist also der Anteil, der schon umgewandelt ist und damit meine Reaktion katalysiert. Also das wäre jetzt die Differentialgleichung, wenn wir das mal ausmultiplizieren sehen, also das Alpha U von T mal groß A minus Alpha U von T Quadrat. Also ist nicht mehr linear, U von T kommt quadratisch vor. Das heißt, da wissen wir jetzt a priori jetzt erstmal nicht, was wir machen sollen. Aber das ist eine sehr nette Differentialgleichung, haben wir Glück. Die lässt sich auf eine lineare zurückführen, indem wir als neue Funktion einführen, V von T sei 1 durch U von T. Wenn wir das jetzt mal ableiten, V' von T ist minus U' von T durch U Quadrat von T. Setzen wir für U' von T unsere Differentialgleichung ein, haben also minus A Alpha U von T minus Alpha U von T Quadrat durch U Quadrat von T. Wenn wir das jetzt auseinanderziehen, sehen wir, dass im ersten Summanden kommt ein 1 durch U vor, also das V, also minus A Alpha V von T und dann im zweiten nur noch minus Alpha. Das heißt, da sind wir jetzt wieder im Beispiel von dem, was wir eben schon hatten. Das heißt, da wissen wir, die Lösung ist 1 durch A plus C e hoch minus Alpha A. T für C, eine reelle Zahl, die wir jetzt auch wieder durch einen Anfangswert eindeutig bestimmen können. Müssen wir also nur das Inverse bilden und kriegen die allgemeine Form unserer Lösung des autokatalytischen Prozesses. So, das reicht jetzt erstmal an Beispielen für Differentialgleichung erster Ordnung. Kommen wir noch zur zweiten Ordnung. Und da fangen wir natürlich mit der an, die wir in einem gewissen Sinne schon gesehen haben. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Differentialgleichung, die Schwingungsgleichung. U2' von t plus Omega Quadrat U von t gleich 0. Da haben wir schon zum Beispiel beim Fadenpendel gesehen. Dort war das Omega Quadrat Erdbeschleunigung durch Fadenlänge. Taucht aber auch auf beim Federschwinger zum Beispiel. Dort ist das Omega Quadrat dann Federkonstante durch Masse an der Feder. Es gilt auch nur für Auslenkung, wo die Feder noch elastisch ist. Das ist eine lineare homogene Differentialgleichung. Differentialgleichung, das heißt, die Menge der Lösung bilden einen Vektorraum, ist zweite Ordnung, weil als höchste Ableitung kommt die zweite vor. Lösung auch wieder nicht eindeutig. Wenn man jetzt hier Eindeutigkeit erreichen will, muss man auch wieder einen Anfangswert geben, aber hier reicht es jetzt nicht, nur U von T0 anzugeben, so wie wir es bei der ersten Ordnung gemacht haben, sondern hier braucht man noch nicht nur den Anfangsort, sondern auch die Anfangsgeschwindigkeit. Dann sieht man jetzt nicht vielleicht sofort, warum. Das machen wir einmal in der Übungsaufgabe. Und da sehen wir, dass die Lösung ist eine Linearkombination von Sinus Omega T und Cosinus Omega T. Und die Koeffizienten bestimmen sich aus den Anfangswerten. Was man hier aber auch machen kann, dass man so einen Potenzreihenansatz macht, wie wir das bei der
Differentialgleichung für die Exponentialfunktion gemacht haben. Und da sieht man auch sehr schön, warum das wichtig ist, dass man hier jetzt nicht nur für den Ort, sondern auch für die Geschwindigkeit einen Anfangswert hat. Wenn ich jetzt hier den Ansatz mache, u von t ist eine Potenzreihe um den Entwicklungspunkt, wo ich den Anfangswert gegeben habe. Das ist ein Ansatz, sagt mir keiner, dass das funktioniert, a priori. Dass das, was ich jetzt hier rauskriege, dass das auch wirklich eine konvergente Potenzreihe ist, aber das interessiert uns jetzt hier gerade nicht. Sondern man sollte das eher so sehen, wie versuchen mal rauszukriegen, was denn so eine Lösung wirklich als Taylor-Reihe hat. Und jetzt müsste man das mal ableiten. Wenn ich das einmal ableite, kriege ich die Summe von k gleich 0 bis unendlich. Von k gleich 1 bis unendlich k a k t minus t0 hoch k minus 1. Und wenn ich das zweimal ableite, kriege ich Summe von k gleich 2 bis unendlich k mal k minus 1 t minus t0 hoch k minus 2. Also ist u2 Strich von t plus Omega Quadrat u von t, kann ich schreiben als für u2' von t, da ändere ich die Summe mal so, dass die bei k gleich 0 anfängt. Ich mache also einen Index-Shift, möchte also, dass da t minus t0 hoch k steht. Dann muss hier vorne k plus 2 mal k plus 1 stehen, das wäre u2' Quadrat. Und dann, das ak fehlt dir noch, das muss hier dann auch hin, das ist dann ak plus 2. Das wäre u2' von t und jetzt habe ich plus Omega Quadrat u von t und da kann ich t minus t0 hoch k gleich ausklammern und kriege dann hier plus Omega Quadrat ak. Und das möchte ich, dass das 0 ist. Als Potenzreihe genau dann 0, wenn das 0 ist für alle k. Das heißt, ich kriege auch hier wieder eine Rekursionsvorschrift für meine Koeffizienten und die Anfangswerte sagen mir, dass a0 gleich u0 ist. Das ist aus dem ersten Anfangswert für den Anfangsort und den Anfangswert für die Anfangsgeschwindigkeit sagt mir, dass u1 gleich v0 ist. Das heißt, ich habe zwei Anfangswerte und die Rekursionsvorschrift und kann jetzt so Schritt für Schritt die verschiedenen Koeffizienten bestimmen. Und kann natürlich sein, dass da jetzt keine explizite Formel hinschreiben kann, aber für t0 gleich 0 und a0 gleich 0 und v0 gleich und a1 gleich 1 zum Beispiel, kann ich mir das angucken und dann sehe ich, dass mir das die Potenzreihe für den Sinus gibt. Oder wenn ich t0 gleich 0 wähle und a0 gleich 1 und a0 gleich 0, kann ich das auch sehr explizit ausrechnen, rechne ich jetzt hier nicht vor, dann sehe ich, dass u von t Cosinus t ist, für den Fall, ich hab's vergessen, für den Fall Omega gleich 1. Und auch so könnte ich jetzt also die Differentialgleichung u2' plus u gleich 0 mit den richtigen Anfangswerten nutzen, um den Sinus und den Cosinus einzuführen. Und hätte dann damit auch automatisch die Potenzreihe.